Servus, diesmal wieder ein Österreich-Special. Ich war ja in diesem Sommer in Österreich für ein paar Tage, 12 Tage, waren es 10 Tage, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall finden momentan ja keine Mountainbike-Rennen statt, von daher zeige ich euch hier mal wieder ein paar Eindrücke aus dem schönen Österreich, Kitzbüheler Alpen. In diesem Video zeige ich euch den Lissi-Osel-Trail in Kirchberg. Und ja, den bin ich schon letztes Jahr gefahren, wo ich hier war. Den Link zum Video oben rechts. Allerdings zeige ich euch diesmal eine andere Kameraperspektive. Diesmal habe ich von der Sattelstütze nach hinten gefilmt. Ja, die Tourlänge betrug an diesem Tag 28 Kilometer auf 1488 Höhenmeter. Ja, gestartet bin ich in der Nähe von Kitzbühel, unten von der Fleckalmbahn, bin dann rüber nach Kirchberg. Jetzt hoch hier auf den Geisberg. Hier oben gibt es 2 Trails, den Geisberg Trail und den Lissi-Osel Trail. Wenn man will, kann man hier auch mit dem Sessellift hochfahren. Und ja, jetzt fahre ich hier den Lissi-Osel Trail runter und bin dann nochmal rüber auf die Streif, oben auf den Hahnenkamm und bin dann dort noch den Fleckalm Trail gefahren. Ja, der Trail ist 2,3 Kilometer lang auf 413 Tiefenmeter und der Schwierigkeitsgrad ist mit S2 eingestuft, also ein roter Downhill. Es ist ein ziemlich kurvenreicher Trail, sieht man hier vielleicht so ein bisschen auf der Karte. Ja, es ist ein Naturtrail mit vielen Kurven und ein paar Wurzelpassagen. Thank you.
macht aber nicht. Der extreme Abschnitt, hier ging es schon ordentlich runter. Ja, kommt vielleicht nicht so rüber auf der GoPro, hier sieht man es vielleicht so ein bisschen, schon heftig. Man musste da aber nicht runter, es gab auch eine schicken Line und ja, die bin ich gefahren. End of the Trail, ja, das war jetzt der Lissiose Trail in voller Länge. Ich habe nichts weggeschnitten. Jetzt ging es rüber zum Hahnenkamm, wo ich dann noch den Fleckalm Trail gefahren bin. Als ich letztes Jahr hier war, hatte ich nicht so einen schönen Ausblick. Da war es diesig, neblig, hat ein bisschen geregnet. Und diesmal natürlich ein wunderbares Panorama hier oben.
bevor ich mich jetzt den Fleckalm-Trail runterstürze. Das ist übrigens mein absoluter Lieblingstrail hier in den Kitzbüheler Alpen. Eine kleine Pause, was essen, die Füße ins kalte Wasser halten und dann geht's weiter. Ja, den Fleckalm-Trail zeige ich euch dann beim nächsten Mal im nächsten Video und danach dann, ja, da folgt dann der Finallauf im NRW Cup, im MTB-Rennen in Wetter, wo ich dann nächste Woche am Start bin. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne neue Woche. Fahrt viel Fahrrad, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.